Yo, hier ist wieder euer Kettehacker und zwar zu einem neuen Let's Talk. Und zwar geht es heute darum, ob man den Flugverkehr in der Nacht wirklich lahmlegen sollte oder nicht. Also ein allgemeines Nachtflugverbot wird ja im Moment in den Medien so ein bisschen kritisiert. Und ich habe mir da mal ein paar Gedanken gemacht und wollte euch mal ein paar Argumente, die für ein Nachtflugverbot sprechen oder ein paar, die dagegen sprechen, nennen. Und zwar... Nee, nicht und zwar, dann wollte ich auch noch sagen, dass ich einen Kollegen, nämlich dem Flitzer, dem habe ich dazu verdanken, das ist jetzt ein Kosename, wenn er das jetzt hört, dann weiß er, was gemeint ist. Ja, und dann fange ich einfach mal an mit dem ersten Punkt. Also, natürlich bedeutet Nachtflug mehr Geld für die Fluggesellschaften. Das ist eher so ein neutraler Punkt, den man aber auf einen... Sekunde, ich muss mal eben was nachgucken. Ja, genau. Etwas, das gegen das Nachtflugverbot spricht, ist nämlich, dass durch mehr Flüge, also wenn die jetzt nachts fliegen, kriegen die eben mehr Geld rein und dann können die natürlich auch die Flüge billiger machen. Und die Leute haben es dann auch billiger und das ist einfach für Leute, die öfters mal reisen, besser. Ja, und zu diesen Leuten, die öfters mal reisen, da habe ich dann jetzt noch ein Argument, das gegen das Nachtflugverbot spricht, nämlich es gibt geschäftlich beauftragte Leute, die müssen dann einfach manchmal fliegen und für die ist es einfach viel leichter, wenn die auch nachts fliegen können. Ja. Ein Aspekt, der für das Verbot spricht, ist, dass tagsüber das Fliegen auf jeden Fall sicherer ist, weil es könnte ja sein, dass ein Flugzeug in Turbulenzen gerät nachts, weil das ist viel wahrscheinlicher oder ein Gewitter. Und Regen ist auch nicht allzu förderlich für einen Flug. Wobei, ich habe das echt schon mal miterlebt. Da hat das Ding aber geschaukelt. Und da, ja, das war richtig heftig. Da sind wir irgendwann um 11 Uhr, glaube ich, geflogen oder so. Und dann, ich glaube, um 4 Uhr morgens zurückgekommen. Also dann sind wir da zu Hause angekommen. Das war echt heftig. Und das war der Urlaub vor dem Urlaub, wo ihr gerade das Foto seht. Aber genug davon. Ja, tagsüber ist das Fliegen eben einfach sicherer und das spricht für dieses Verbot. Zum nächsten kommen wir. Ich muss mal eben durchstreichen, was ich schon habe. Dann kann ich mir das besser merken. Jo. Ja, also ich würde auch für ein Flugverbot geben. Also da gibt es natürlich noch einen Punkt, der dagegen spricht. Und zwar müssen die Leute einfach verdammt nochmal selber entscheiden, ob sie sich... Nachtflügen aussetzen wollen oder nicht, das ist eine Sache der Leute, die da fliegen. Die müssen sich dafür einfach entscheiden. Da kann man jetzt nicht die Schuld bei den Fluggesellschaften suchen oder so. Und ja, jeder muss selber wissen, was er tut. Und wenn einer nicht nachts fliegen will, dann soll er nicht nachts fliegen. Das wäre dann wieder ein Argument gewesen. Und jetzt kommt noch ein Argument. Und zwar, dass wenn man... Also noch ein Argument, das jetzt für das Verbot spricht, und zwar, dass man durch dieses Verbot eben nur noch die Hälfte des Kerosins verbrennt, weil der Tag ist ja die Hälfte vom Tag, also morgens so, ne, und mittags, und abends und nachts, das ist die zweite Hälfte vom Tag. Und wenn eine der beiden Hälften wegfällt, dann hat man nur die Hälfte der Umweltverschmutzung, und das ist sehr förderlich von diesem Verbot. Ja, und jetzt kommen wir natürlich noch zu zwei Punkten, die dagegen sprechen. Und zwar, Moment, wenn man nämlich nachts fliegt und in den Urlaub fliegt, dann ist es sehr förderlich, dass man dann morgens ankommt. Dann hat man nämlich den ersten Urlaubstag auf jeden Fall noch Zeit, sich im Hotel umzuschauen oder so. Und kann den ersten Tag auch genießen. Und das ist auch sehr förderlich an Nachtsfliegen. Und ja, noch ein Punkt, der dagegen spricht, ist, dass eben, falls mal Flugunfälle passieren, dann hat das nichts damit zu tun, dass es nachts ist, sondern es ist einfach eine unwahrscheinliche Sache, eine sehr unwahrscheinliche. Ihr kennt die Zahlen hoffentlich. Die liegen, also ich glaube, jeder 20 Millionste Flug oder so, da passiert mal irgendwas. Und auch nur in 5% der Fälle ist das dann wirklich gefährdend. Ja, und ich würde sagen, dass bei den Flugunfällen, das macht jetzt auch keinen Unterschied, ob man nachts auch noch dazu zieht. Ja gut, zum Ende möchte ich euch nochmal zurück auf den Punkt verweisen, dass jeder selbst wissen muss, ob er nachts fliegen möchte oder nicht. Und deswegen halte ich dieses Verbot für Nachtflüge einfach, ja, für Schwachsinn. Also nachts fliegen
Wenn die Leute es wollen, ja. Wenn die Leute es nicht wollen, dann sollen sie eben tagsüber fliegen. Ja, ich hoffe, ihr konntet einiges daraus finden und auch mein Kollege, der Flitzer, seine Namensverschlüsselung, er kennt den Namen. Okay, und dann würde ich sagen, wenn ich mal wieder nächstes Let's Talk mache, dann habe ich meinen Spaß und ihr hoffentlich auch. Ja, und ich würde sagen, das war's dann jetzt.